Noch wenige Stunden bis zu einem der größten Sportspektakel des Jahres. Diese Nacht findet in den USA der 57. Super Bowl statt. Im Finale des American Football stehen sich die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber. Jetzt schon Grund zum Jubel. Die Fans der Kansas City Chiefs stehen zum 5. Mal im Finale. Dieses Mal gegen die Philadelphia Eagles. Unzählige Fans aus den ganzen USA strömen daher schon seit Tagen nach Glendale, Arizona. Oh mein Gott, ich bin so überglücklich, zum ersten Mal dabei und kann gar nicht glauben, dass wir hier sind. Das ist aufregend. Wir haben vor kurzem noch Tickets bekommen, was sehr teuer war, aber das hier erlebt man nur einmal im Leben. Diese Investition ist es wert. Klar ist, wer ein Ticket will, zahlt mehrere tausend Dollar. Viele kommen aber auch ohne in die Stadt. Es ist ein ganz besonderer Super Bowl. Die Stars der Fans, Jalen Hurts und Patrick Mahomes, mit ihnen stehen sich das erste Mal zwei schwarze Quarterbacks gegenüber. Ein historischer Moment. Nicht mal 10% der bisherigen Super Bowl Quarterbacks waren schwarz, in einer Liga mit rund 60% schwarzen Profis. Man merkt erst, wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, was man als Spieler für einen Einfluss haben kann. Ich bin so froh, dass wir heute hier sind, aber wie können wir weiter vorangehen und Kinder motivieren, ihren Traum, Quarterback zu werden, weiter zu verfolgen? Es wird ein besonderer Tag. Und zusätzlich feiert sie auch noch ihr Bühnencomeback nach ihrer letzten großen Tour vor 7 Jahren. Rihanna, Star der Halftime-Show, wenn weltweit gut 800 Millionen Zuschauer erwartet werden.